Als diese Sonde im Jahr 1977 auf die Reise ging, dachte niemand daran, dass sie mehr als 45 Jahre später immer noch Daten senden würde. Voyager 1 hat nun jedoch eine beunruhigende Nachricht von einem unbekannten Stern aus dem interstellaren Medium gesendet. Die NASA ist beunruhigt und bangt um die Sicherheit der Sonde. Wird Voyager 1 weiterfliegen und irgendwann als erster Botschafter der Menschheit bei einem fernen Stern ankommen? Oder ist jetzt alles aus? Voyager 1 ist generell ein technisches Wunder und eine Ikone der Raumfahrt. In den 70er Jahren im Eilverfahren auf den Weg gebracht, fliegt diese Sonde und ihr Zwilling Voyager 2 jetzt schon seit mehr als 45 Jahren durch den Weltraum. Die Primärmission der beiden brachte Voyager 1 und 2 zu den äußeren Gas- und Eisplaneten. Danach war die Hoffnung vorhanden, die beiden würden vielleicht noch den Rand des Sonnensystems erreichen. Und auch das schafften die beiden. Und seit mehr als 12 Jahren sind Voyager 1 und 2 nun schon im interstellaren Raum und senden von dort aus erstmals Messdaten zur Erde. Die Menschheit hat diesen beiden Sonden schon so viel zu verdanken, dass die Vorstellung, ohne sie zu leben, nicht nur für die NASA schwer ist. Fakt ist jedoch, dass Voyager 1 und 2 irgendwann der Strom ausgehen wird. Die Radionuklidbatterien werden mit etwas Glück noch bis in die 2030er Jahre hinein weiter ausreichend Strom für die lange Funkübertragung liefern. Und inzwischen sind die Sonden so weit von der Erde weg, dass ein Signal mehr als 22 Stunden braucht, um die Erde zu erreichen. An einem Tag im Herbst 2023 passierte etwas völlig Unvorhersehbares. Voyager 1 sendete eine verwirrende Kombination aus Einsen und Nullen, die keinen Sinn ergab. Die kryptische Botschaft musste entschlüsselt werden. Schon zweimal hatte Voyager 1 höchst sonderbare Daten aus dem interstellaren Medium zur Erde gesendet. Kurz nach dem Übertritt in diesen weitestgehend leeren Raum zwischen den Sternen meldete die Sonde einen mysteriösen Plasmastrom, den es dort eigentlich nicht geben dürfte. Innerhalb der Heliosphäre haben wir noch rund 100 Teilchen pro Kubikzentimeter. Außerhalb der Hülle unserer Sonnensphäre vermuteten Wissenschaftler nur noch ein Teilchen auf demselben Raum. Doch Voyager 1 meldete grundsätzlich eine höhere Teilchendichte als angenommen und an einem besonders denkwürdigen Tag verzeichnete die Sonde sogar einen regelrechten Teilchenstrom. Plasma im interstellaren Medium, in dem es eigentlich nichts geben dürfte, ist ein Rätsel. Wissenschaftler vermuten daher auch, dass es sich bei dem Plasma um einen Messfehler handeln könnte. Andere waren aber der Meinung, dass in der Leere des Kosmos möglicherweise doch mehr los ist, als wir bisher dachten. Die dritte Erklärung war ein Sternenflair, der es irgendwie bis in das Vakuum des Weltraums geschafft hat. Das würde bedeuten, dass Signale von Sternen doch durch das interstellare Medium reisen können, doch das wäre eher ungewöhnlich. Die Flares unserer eigenen Sonne wandern nur bis zum Ende der Heliosphäre, die sich etwa 100 astronomische Einheiten oder 15 Milliarden Kilometer vom Zentrum des Sonnensystems entfernt befindet. Große Teilchenströme erreichen die Schwelle zum interstellaren Weltraum in der Regel innerhalb von wenigen Stunden. Seit Voyager diesen Bereich des Sonnensystems untersucht hat, wissen wir, dass die Teilchenströme der Sonne dort auf das interstellare Medium treffen und durch den Druck, den beide aufeinander ausüben, entsteht so etwas wie eine dicke Hülle. Ohne diesen wichtigen Schutz würde die extreme Strahlung des offenen Weltraumes ungehindert ins Innere des Sonnensystems dringen und wahrscheinlich wäre Leben dann auf der Erde gar nicht möglich. Wir haben unserer Sonne also nicht nur Wärme und Licht zu verdanken, unser Stern hüllt uns auch sicher und zuverlässig in einen schützenden kosmischen Mantel ein. Wie die Voyager-Sonden uns gezeigt haben, dringen die Plasmaströme der Sonne aber nicht bis in den interstellaren Raum vor. Sie enden strikt am Ende der Heliosphäre. Nehmen wir also an, die Wissenschaftler, die sagen, der Plasmastrom kam von einem anderen Stern, haben recht. In diesem Fall müssen wir uns bewusst machen, dass selbst der nächste Stern, Proxima Centauri, mehr als 4 Lichtjahre entfernt ist. Das würde bedeuten, dass der Plasmastrom mehr als 4 Jahre durch das interstellare Medium gereist ist und das kann eigentlich nicht sein. Die Plasmaströme müssten sich aufgrund der geringen Teilchendichte im freien Raum eigentlich verlieren. Wenn ein Strom erhalten bleibt oder es bis in die Nähe unserer Heliosphäre schafft, geht dieser Strom entweder von einer nahen Quelle aus oder er wird von einer sehr starken Kraft angetrieben. Ob das geheimnisvolle Signal wirklich von einem Stern oder einer bisher unbekannten Naturkraft im interstellaren Medium stammt, ist derzeit also noch ungeklärt. Wir bräuchten weitere Messdaten und Beobachtungen, um zu eindeutigen Ergebnissen kommen zu können. Nach dieser wissenschaftlichen Überraschung kam es zu einem Schock.
Voyager 1 sendete 2021 plötzlich so verwirrende Daten, dass Wissenschaftler der Meinung waren, die Sonde habe die Orientierung im Raum verloren. Der Fehler konnte binnen einiger Wochen behoben werden. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Telemetriedaten der Sonde verschoben waren, was so aussah, als taumle die Sonde unkontrolliert im Raum herum. Ein Systemwechsel brachte Abhilfe und Voyager 1 setzte ihren grandiosen Flug durch den Weltraum weiter fort. Voyager 1's einzigartige Reise. Etwas, das viele Menschen nicht wissen, ist, dass sich die NASA überhaupt nicht sicher war, ob Voyager 1 jemals auch nur ihr erstes Ziel, Jupiter, erreichen würde. Die Sonde nahm einen Kurs, der unter Experten damals als schwierig und riskant galt. Auf direktem Weg steuerte sie durch den Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars, während Voyager 2 eine etwas andere Anreise wählte und mehrere Beschleunigungsmanöver an diversen Planeten vollzog. Ihr Weg galt als sicherer und man hatte extra zwei Sonden konstruiert, um im Fall des Verlustes einer der beiden noch eine weitere zu haben. In den 70er Jahren bahnte sich eine Konstellation der äußeren Planeten an, die so nur alle 176 Jahre stattfindet. Das musste die NASA nutzen und mindestens eine Sonde sollte die äußeren Bereiche des Sonnensystems erreichen. Die Welt hatte Glück, denn beide Sonden kamen genau dort an, wo die Wissenschaftler sie haben wollten. Im März 79 und nur 18 Monate nach dem Start war Voyager 1 schon bei Jupiter. Und das war sensationell. Während ihrer Annäherung und dem Vorbeiflug lieferte sie atemberaubende Bilder und wertvolle Daten von Jupiters turbulenten Atmosphärenströmungen und den mächtigen Stürmen. Sie fotografierte den roten Fleck und die farbenprächtigen Wolkenbänder. Io, der Jupitermond, war damals schon lange bekannt. Als einer der größten Monde im Sonnensystem war Io schon im späten Mittelalter mit recht einfachen Teleskopen sichtbar. Was in den 70er Jahren allerdings ganz neu war, war die Entdeckung vulkanischer Aktivitäten auf dem Mond. Mit schwefelhaltigen Vulkanausbrüchen, die Kilometer hoch in den Weltraum schießen, hatte auf einem Mond niemand gerechnet. Es war die erste direkte Beobachtung geologischer Prozesse auf einem anderen Körper im Sonnensystem und damit ein Meilenstein in der Planetenforschung. Während Voyager 1 all diese fantastischen Entdeckungen machte, war auch Voyager 2 schon auf dem Weg. Sie erreichte Jupiter im Juli 1979 und bestätigte zunächst viele der von Voyager 1 gemachten Entdeckungen. Dazu kamen weitere Überraschungen und Detailbeobachtungen zu den Ringen und zahlreichen Monden des Gasriesen. Die beiden Sonden arbeiteten Hand in Hand, um unser Verständnis des größten Planeten unseres Sonnensystems und seiner Monde zu vervollständigen. Nach dem erfolgreichen Vorbeiflug am Jupiter setzte Voyager 1 ihre Reise fort und erreichte Saturn im November 1980. Dort fotografierte sie als erste die Ringe des Planeten ganz aus der Nähe, fand Hinweise auf komplexe Strukturen innerhalb der Ringe und beobachtete die Atmosphäre und das Magnetfeld des Saturns. Ein besonderes Augenmerk galt Titan, dem größten Mond Saturns, dessen dichte, neblige Atmosphäre Spekulationen über eine mögliche Ähnlichkeit mit der Erde auslöste. Auch hier arbeiteten die beiden Sonden wieder genial zusammen. Voyager 2 erreichte Saturn im August 1981 und ergänzte die Studien über Saturn. Unter anderem dienten ihre Daten dazu, Fragen zu klären, die nach dem Besuch von Voyager 1 aufgekommen sind. Voyager 2 setzte ihre Mission danach fort, indem sie zu Uranus und Neptun weiterflog, während Voyager 1 sich auf eine Bahn begab, die sie direkt ans Ende des Sonnensystems führen sollte. Ein besonders denkwürdiger Moment in der Mission von Voyager 1 war der Moment, in dem die Aufnahme des Pale Blue Dot entstand. Dieses Bild wirkt so, als schaue die damals schon erfolgreichste und am weitesten gereiste Sonde aller Zeiten noch einmal zurück zu ihrem Startpunkt, der Erde. Unsere blaue Heimat erscheint auf dem Bild als ein winziger, zerbrechlicher blauer Punkt im gewaltigen Ozean des Weltraums. Und dabei war die Sonde 1990 im Jahr der Aufnahme nur etwa 6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Kosmisch ist das ein Katzensprung, doch für uns war es ein Meilenstein. Dieses Bild zeigt uns, wie, sagen wir, bedeutungslos unser Planet in der gewaltigen Größe des Universums ist. Er gleicht nicht einmal einem Sandkörnchen an einem Strand und trotzdem ist unsere Welt so reich und vielfältig. Das Bild wurde auf Anregung von Carl Sagan gemacht. Sagan war ein Astronom, der sein Leben lang darauf hingewiesen hat, welch ein einzigartiger Schatz unsere kleine Welt ist.
Schließlich überquerte Voyager 1 im August 2012 als erstes von Menschenhand geschaffenes Objekt die Schwelle zum interstellaren Raum, womit sie unsere solare Nachbarschaft verließ und in eine Region eintrat, in der die Einflüsse der Sonne allmählich von den Einflüssen der Galaxie als Ganzes überlagert werden. Voyager 1 lieferte fast 12 Jahre Daten von unschätzbarem Wert. Doch dann passierte wieder etwas, das jetzt sehr wahrscheinlich das Aus der Sonde bedeutet. Trauriger Abschied von Voyager 1. Das hatte man bei der NASA vermeiden wollen. Alle Techniker, Wissenschaftler und Kontrollmitarbeiter waren stolz und froh, als 2021 das Telemetrieproblem erfolgreich behoben werden konnte. Als im Herbst 2023 ein erneuter Schock kam, war man also zunächst auch optimistisch. Voyager 1 sendete ein Kuddelmuddel aus Einsen und Nullen und die Daten ergaben keinen Sinn mehr. Ein Techniker des Deep Space Networks, über das Voyager 1 mit der Erde kommuniziert, entschlüsselte die Botschaft als einen Abdruck des internen Speichersystems, wo ein simpler Computer alle Daten und Bewegungen der Sonde aufzeichnet. Man könnte die Datenbank als eine Art universelles Logbuch bezeichnen und gleichzeitig beinhaltet sie auch die komplette Steuerung der Sonde. Die Sonde ist also noch am Leben und wahrscheinlich weitestgehend funktionsfähig, nur die Übermittlung der Daten funktioniert nicht mehr. Leider stellte sich das Problem dieses Mal als schwierig heraus. Bisher hat die NASA keine Lösung gefunden und man ist sehr skeptisch, ob das Problem behoben werden kann. Jetzt müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen und möglicherweise ist die Voyager 1-Mission jetzt zu Ende. Jedenfalls, was unsere Kommunikation mit ihr angeht. Die Sonde wird weiterfliegen, nur werden wir sie nicht mehr verfolgen können. In vielen tausend Jahren wird die Sonde den nächsten Stern erreichen und wer weiß, vielleicht wird sie dort ja von irgendjemandem oder irgendetwas gefunden. Beide Voyager-Sonden haben eine goldene Schallplatte an Bord, die für jede einigermaßen technisierte Zivilisation abspielbar sein sollte. Wer Voyager 1 eines Tages findet, kann dann Geräusche von unserer Erde hören, Vogelgezwitscher, Kinderlachen und den Lärm unserer Großstädte. Und wenn du weiterhin die Geräusche unserer Videos hören willst, klick gern auf den Daumen und den Abo-Button, denn so verpasst du nichts Neues mehr. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.